So, was ist denn hinter dieser Tür? Ein Raum mit Schrank. Ah, einen Schrank kann man einlagern. Das ist ja cool. Dann würde ich sagen, dann Ados Heldenfrühstück kommt da rein und Heilsalbe. Das Beil kann da rein. Was war denn das Beil? Ja, Beil, Pechfackel, das Holzschild, Schlingenfalle, das Bärenfell, die Krähenfüße, die Seife. Die Bärenfalle brauche ich auch nicht. Ulmenholz jetzt erstmal auch nicht. Das auch nicht. Einbeere auch nicht. Das Quellwasser auch nicht. Würselkraut auch nicht. Helles Pferd auch sowieso nicht. Waffenbalsam nicht. Wundpulver lasse ich erstmal. Das brauchen wir nicht. Giftzahn auch nicht. Die wollte ich mal lesen. Gut. Dann können wir nämlich mal jetzt hier. Ups, was habe ich jetzt abgelegt? Ach, Fellfetzen. Bärenzähne, Bärenfell, Sehnen, Wolfsfell, Wildschweinfell, Lederbänder, Pfeilspitzen, Schleifstein, Kohle, Wolfsrattenschwanz, einfach. Nein, den Verband behältst du, Fräulein. Aber das hier brauchst du zum Beispiel nicht. Aufgepasst! Ah, so kann man auch wechseln. Ich wusste das gar nicht. Die Pfeife brauchen wir nicht. Wir brauchen keine Fellfetzen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, und das brauchen wir nicht, und das brauchen wir nicht. Einfach mal rausschmeißen, was nicht notwendig ist. So viel Zeug. Das ist wichtig. Was habe ich gerade abgelegt unten? Ach, Dolch. Kultistendolch, ja. Aber ist ja cool, wenn man hier was ablegen kann. Truhe. Ist da noch was drin? Oh. Mach ich. Oh, hier ist nichts drin. Gut. Schade aber auch. Das wäre cool gewesen, wenn da noch was drin gewesen wäre, was er uns so vermacht hätte. Ja. Oh, Essen. Mit eckigen Sachen auf dem Tisch. Ich sollte mal mehr ins Mikro sprechen. Guck mal, Feuer. Ich finde, das Feuer sieht auch so cool aus eigentlich hier, muss ich zugeben. Sieht schon ziemlich echt aus. Dafür, dass ich die Graphics auch so runtergedreht habe. Es macht einen ziemlich guten Mittelalter-Flair, muss man ja schon sagen. Tür. Was haben wir denn hier? Jede Menge Schriftrollen. Und eine Truhe. Wo man auch Sachen einlagern kann. Ich glaube es ja nicht. So viel Zeug. Ist aber echt cooles Haus, muss man sagen. Kann man sehr schön personalisieren durch die ganzen Sachen, die man sortiert und einlagert. Wir sind hier aber nicht in Minecraft. Von daher habe ich jetzt eigentlich auch keinen Bock groß zu sortieren. Aber ich will mich halt gern schon mal umschauen hier. Was ist denn hier so dahinter? Oh. Sehr edel. Ah, ich kenne dieses Zimmer, glaube ich. Mach ich. Ach, schau mal an, da oben sieht man ihn hier. Das ist der Ado, das ist Vorgrim und das ist Kikuano. Ist ja cool, weil ich meine mich zu erinnern, dass man genau, also ein Bild. Miau. Das ist nochmal. Schau an, ist das ein Bild von ihm oder wer ist das? Ah nee, das ist diese Frau da vorhin. Ich glaube, das hier hinten geht, da geht's raus zu einem Balkon. Da ist der Garten. Ach, ist ja schön hier. Also, egal wer dieses Spiel designt hat, wenn er dieses Let's Play hier sieht, ich möchte mich bei ihm persönlich bedanken dafür, dass er sowas Schönes gezaubert hat, weil das ist, also. Muss ich sagen, das gefällt mir sehr. Oh, fein. Oh, fein. Durch dich selbst die Tür aufgemacht. Wundervoll. Da ist nochmal ein Bild von Kuano. Ich bin die ganze Zeit in der Hoffnung, dass man hier mal sieht, was im Intro von Drakensang 2 zu sehen ist, weil da ist man nämlich auch, glaube ich, hier in diesem Gebäude irgendwie drin. Und da gibt es so ein ähnliches Bild wie das hier. Und da sieht man, das ist hier die Cladis, die sieht man da. Die kriegt die Geschichte erzählt, was vor dem Teil hier passiert ist. Das ist so die Geschichte von Teil 2.
grob zusammengefasst. Ups. Ich wollte gerade springen, das geht aber hier leider nicht. Deswegen, Leertaste ist nicht springen. Es gibt leider kein Springen. Einbeere. Eine Maunskatze. Ja. Ich mag dich auch, Katze. Ich mag Katzen. Katzen sind cooler als Hunde. Jetzt habe ich mir wahrscheinlich ganz schön viele Feinde gemacht. Gut. Oh, wie man einfach überall alles reinschmeißen kann, ey. So dass man am Ende nichts mehr findet. Miau. Was haben wir denn hier? Das ist auch nur so ein... Ja. Das ist allerdings auch nicht so schlimm. Ich meine, man braucht ja nicht alles. Ein Brunnen. Spielend. Quellwasser. Kann ich jetzt hier nochmal? Dann kriege ich nochmal Quellwasser? Oh, nee. Schade. Ist aber cool, dass man im Brunnen auch Dinge einlagern kann. Das ist ja episch. Ah, hier geht's wieder rein. Okay. War's das schon? Ich habe irgendwie das Gefühl, da oben geht's noch zur Seite irgendwo hin. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn das jetzt schon fertig ist. Das ist schön. Mir gefällt das Haus. Ados Anwesen. Hab ich was irgendwas auf der Karte vergessen aufzudecken? Nee, ne? Alles da. So. Hab ich hier unten alles? Ja, soweit schon. Gut, dann haben wir das auch mal erkundet. Dann gehen wir jetzt mal hier. Ach, schau an. Ich will mal kurz gucken, was man machen muss, um Kontakte knüpfen zu können. Nähere Beschreibung. Ich sollte in Kontakt mit einem der Handelshäuser treten. Die Nicebacks haben ihren Handelsposten im östlichen Stadtgebiet. Hafengebiet, nicht Stadtgebiet, im Hafengebiet. Ich lese gerade was, was keinen Sinn ergibt. Nahe der Docks. Vogtin Dariana legte mir nahe, mich als arbeitssuchend zu tarnen, denn nur als Mitarbeiter wird es mir ohne weiteres möglich sein, an Informationen zu gelangen, die sonst hinter den Toren der Handelshäuser verborgen blieben. Bleiben. Ah ja. Also wir sollen jetzt hier mal einen auf wir schleichen uns hier rein machen. Na dann, wenn sie das so meint. Ah, ich kann mit J wechseln. Ah, ist ja geil. Ah, cool, einfach mal switchen. Mit den ausgewählten Charakteren. Ich würde sagen, da ich jetzt ehrlich gesagt... Pferd? Da ich ehrlich gesagt jetzt wenig Lust habe, mich bei den Handelshäusern zu bewerben, mache ich mich mal auf zu dem anderen Kerl da. Aha, hallo. Auch das Wasser ist schön. Also ich meine, es ist nicht das beste Wasser, aber es ist schön. Es fließt, was ich auch cool finde, ist, dass es hier so... Es fadet hier so ineinander über. Das sieht ziemlich cool aus, mit Ausnahme der Blätter, die da verschwinden. Aber ansonsten... Ja, läuft stabil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wetten, du failst. Das war mir so klar. Das war mir so klar. So.
Ja, die ist einfach zu blöd dafür, ey. Das gibt's ja nicht. So, es scheint fertig zu sein. Ist kein Gerüst mehr da. Der Nase nach. Hallo. Der Zugang zum Hesinde-Tempel wird erst zur Ausrufung der Drachenqueste geöffnet. Noch befinden wir uns in den Vorbereitungen dazu. Kommt bitte später wieder. Ich bin auf Geheiß Rakoriums hier. Er ließ mich durch einen Brief wissen, dass der geweihte Dorion höchst selbst um seine Hilfe bat. Oh, ihr müsst Max der Starke sein. Ja, wir stehen leider vor einem etwas ungewöhnlichen Problem. Doch bitte geht hinein. Geweihter Dorion erwartet euch bereits. Er wird euch mehr erzählen können. Ich öffne euch die Tür. Ja, toll. Tür ist offen. Du hast getriggert, mein Freund. Du hast die Tür nicht geöffnet, aber gesagt, geh uff, und dann war sie offen. Du hast nicht hier ganz förmlich Tür aufgeschlossen und so. Nee, nee. Einfach gesagt, ich öffne die Tür, Trigger, fertig. So ist das. Ja. Ich laufe hier mal im Kreis. Schau mal, ob es hier was gibt. Spannendes. Beinahe wäre ich hier runtergefallen. Na dann reden wir mal mit dem Kerl. Willkommen im geheiligten Tempel der Hesinde. Ihr seid sicher der Gesandte Rakoriums. Etikette. Ja, euer Hochwürden, so lautet mein Name. Wie geil. Mein Name. Ja, euer Hochwürden, so lautet mein Name. Es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Rakorium hat mich in einem Schreiben, euch zu helfen. Barmina. Das ist richtig. Danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Wie ihr wisst, wurde der Sindetempel neu erbaut. Was ihr allerdings nicht wisst, ist, dass die alten Kellergewölbe noch intakt sind und nur der überirdische Teil erneuert wurde. Gewiss ist es ein Segen für euch, dass all diese Wissensschätze durch den Schutz von Erde und Felsen bewahrt wurden. Was aber ist es genau, bei dem ich euch helfen kann? Das werdet ihr gleich verstehen. Hierzu muss ich euch in ein altes Geheimnis einweihen. Den alten Schriften und Erzählungen zufolge beherbergten die Katakomben in zu unserer beider Füßen eine uralte Reliquie des Sindeordens, die von Generation zu Generation über die Jahrhunderte von Geweihten der Drachenquist weitergegeben wurde. Durch sie wird das Orakel seine Weissagung preisgeben, wenn die Zeit der Drachenquist von neuem beginnt. Bereits während des Tempelbaus wurden erste Expeditionen in die tieferen Gewölbe unternommen, bis wir von seltsamen, riesenhaften Amöben angegriffen wurden. Ja, super. Zwar waren wir auf Gefahren beim Erkunden der alten Gemäuer gefasst, aber eine solche Gegnerzahl hat uns schlichtweg überrascht. Wir konnten jedoch herausfinden, dass die Reliquie in 3 Fragmente zerbrochen ist, welche über die Katakomben verteilt sein müssen. Rakorium bekräftigte, ihr wärt am ehesten imstande, die Gewölbe von dieser Plage zu befreien und die Stimme des Orakels zu bergen. Ach du Scheiße. Ich will euch gern behilflich sein, geweihter Dorion. Es wäre ein großes Unglück, wenn das Fest um den Hesinde-Tempel und die heilige Drachenquest nicht stattfinden könnte. Davon hat Ferdok wahrlich genug gesehen. Großartig. Allerdings sind die Zugänge, die in die unteren Kellergewölbe führen, verschlossen. Novize Avanti. Avanti, Avanti. Hütet zurzeit den Schlüssel. Er forscht im unteren Stockwerk nach einigen der alten Schriften, die wir vor den Ungetümen bewahren konnten. Lasst euch von ihm den Schlüssel aushändigen und untersucht den befallenen Teil der Katakomben nach der Stimme des Orakels. Ist ja cool. Ich würde sagen, hol den Kellerschlüssel, suche die Orakelsteine. Das wird lustig. Steigerungspunkte. Schlösser knacken. Das können wir gleich machen. Ich will erst noch mal gucken, ob ich jetzt das Schloss knacken kann. Ich habe geskillt, okay? Zumal ich nicht weiß, wie lange wir es da unten überleben werden. Ich meine, wir haben zwar einen Bärsaft dabei. Aber ich habe das Spiel, wie gesagt, ich bin noch nicht so weit jetzt wie jetzt hier gewesen. Von daher kenne ich mich nicht hundertprozentig aus.
Ach so, ja. Das wird ja nicht funktionieren. Probieren wir es mal so. Bitte Schloss geöffnet. Ja! Spielen. Ja! Das freut mich. Erstmal ein bisschen klauen. Und weil wir gerade so munter sind, rennen wir jetzt da noch hoch und öffnen die andere Kiste, weil ich einfach gerade Lust drauf habe. Einfach nur, weil ich lustig drauf bin.